Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich muss das Video jetzt ein bisschen anders starten, als ich es eigentlich geplant hatte, denn eigentlich, also ich bin jetzt gerade in Finnland, es ist überall Schnee, es ist richtig kalt draußen und eigentlich bin ich hier wegen den Polarlichtern. Wir haben 4 Nächte gebucht, 3 Nächte sind jetzt schon um und wir haben noch keine Polarlichter gesehen. Liegt einfach daran, dass es einfach wie so eine große Wolkenschicht über uns ist und man sieht einfach keine Polarlichter. Die beste Bedingung, um Polarlichter zu sehen, ist, dass es dunkel ist, das wurde hier übrigens sehr zeitig, und dass einfach keine Wolken am Himmel sind. Und da hatten wir leider sehr, sehr viel Pech, wir haben keine gesehen. Ich wollte euch heute so ein bisschen erzählen, wie der Urlaub jetzt hier so war, weil wie gesagt, er ist komplett anders verlaufen und ich habe hier sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, auch mit mir selber. Und jetzt kommt da ein Auto. Also ich fange mal ganz von vorne an. Wir haben ja, wie gesagt, die Reise gebucht, um die Polarlichter zu sehen. Wir sind hierher gekommen im komplett Dunklen und es war echt wunderschön, weil hier echt sehr, sehr viel beleuchtet ist. Die Treppe hoch zu unserer Hütte ist zum Beispiel komplett beleuchtet. Es sieht wunderschön aus eigentlich, auch wenn das alles so schön weiß ist. Und ich finde das hier echt, es ist einfach nur traumhaft schön hier. Wir hatten ganz am Anfang ein Glas-Iglu. Das habe ich auch so gebucht gehabt. Das ist das Hauptbild, was es eigentlich von diesem Resort hier gibt. Es wird überall gepostet quasi und wir hatten auch dieses Bild gesehen im Internet und haben dann nach diesem Resort hier gesucht und haben es sofort gebucht, halt wegen diesem Bild. Aber das Iglu war halt super, super klein. Also es ist völlig ausreichend. Zu zweit ist es sehr, sehr kuschelig. Aber unser Problem war, es gab einfach keine Dusche da drin. Also es gibt hier eine Sammeldusche und da kannst du halt eben reingehen. Und dachte ich mir so, boah, an den Temperaturen. Ich da mit den nassen Haaren und dann bist du so frisch geduscht und dann musst du da halt durch das Kalte stapfen. Ist halt ein bisschen anders, als wenn du es im Sommer machst. Hatte ich so ein bisschen Schiss, weil ich da einfach, glaube ich, sehr schnell wieder krank werden würde. Wir haben dann aber mit der Rezeption geredet und haben einen ganz schnellen Upgrade bekommen, worüber ich mich übrigens richtig gefreut habe. Jetzt haben wir eine kleine Hütte bekommen, auch mit so einem Iglu und einer Extradusche und sogar einer Sauna da drin. Und diese Hütte ist echt super, super cool. Also falls ihr mit euren Kindern hierher kommen wollt, dann nehmt euch auf jeden Fall diese Hütte. Was ich allerdings so ein bisschen schade finde, ist einfach, dass man ja für alles halt bezahlen muss, wenn man hier ist. Also wir haben All-Inclusive gebucht. Es gibt hier dennoch kein Mittagessen, sondern es gibt nur Frühstück und Abendessen. Und abends gibt es auch nicht so ein Buffet oder sowas, sondern du bekommst eigentlich was vorgelegt. Also es gibt ein Menü, was sich jeden Abend ändert. Und dieses Menü bekommst du halt. Es schmeckt jetzt nicht schlecht. Also es ist wirklich gut, aber manchmal hat es einfach nicht gereicht und ich hatte immer noch Hunger. Das war ein bisschen schade. Aber hier in der Nähe gibt es ein kleines Dörfchen mit einem Supermarkt und auch ein paar Restaurants. Da waren wir zum Beispiel gestern und haben wir auch was gegessen und auch Essen gekauft. Ich habe gestern Lachsnudeln gekocht. War mein allererstes Mal. Hat übrigens richtig gut geschmeckt. Das Rezept findet ihr übrigens auch auf meiner Instagram-Seite. Ich habe auch da versucht, ein bisschen euch mitzunehmen. Aber wie gesagt, man muss halt echt hier für alles bezahlen. Hier auf diesem Resort sind halt eben auch Huskies und Rentiere und Pferde und Schafe und sowas. Aber irgendwie kommt man da nicht so richtig hin. Man muss halt dafür bezahlen. Man muss halt so ein Ding buchen. So einen Husky-Trip buchen oder so einen Pferdetrip buchen mit Kutsche und sowas. Und das fand ich halt ein bisschen schade, weil wir halt auch sehr viel Geld für diese Hütte ausgegeben haben. Die war halt echt nicht günstig. Also Auswahl gibt es hier auf jeden Fall. Man kann auf jeden Fall eine ganze Menge machen. Man kann so eine Schlittentour machen, so eine Motorschlittentour. Ich glaube, das ist aber nicht für Kinder unter 3. Also ab 3 Jahren ist es, glaube ich, erst. Oder ab 4. Ich bin mir nicht sicher. Man kann eine Husky-Tour machen. Wie gesagt, mit Pferden was machen. Man kann was mit Rentieren machen. Wir haben heute eine Husky-Tour gebucht, heute an unserem letzten Tag. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das werden wird. Ja, ansonsten ist es eigentlich wunderschön. Wie gesagt, man kann sich ein Taxi buchen, kommt dann eigentlich ins nächste Dörfchen, kann da noch ein bisschen rumschauen. Da gibt es ganz, ganz viele Souvenirläden. Und die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ich bin halt ein extremes Sommerkind. Also wenn die Sonne scheint, dann bin ich unfassbar glücklich. Ich bin auch wirklich am aktivsten und am kreativsten auch. Und hier scheint einfach nicht die Sonne. Und das ist halt echt super, super komisch. Ich zeige euch mal kurz. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da, seht ihr das? Es ist nie richtig hell. So sieht der Himmel aus. So grau halt einfach. Es scheint keine Sonne. So, es sieht in der Kamera, sieht es jetzt sehr hell aus von dem Schnee hier, aber es ist trotzdem immer so, so bedrückt. Und es sind immer nur so ein paar Stunden, wo es hell ist. Ich glaube, so gegen 3 wird es einfach schon wieder stockduster. Man ist dann ja wirklich so bis 22, 23, 24 Uhr wach. Von 3 bis 24 Uhr ist es dann einfach nachts. Hier ist alles dunkel. Man kann auch irgendwie nichts mehr richtig machen, weil man sieht ja auch nichts. Und das zieht mich echt ganz schön runter, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also da habe ich echt ganz schön mit zu kämpfen. Ich merke es richtig an meiner Stimmung, dass ich früh aufstehe und ich bin schon jetzt seit 2 Tagen echt mies drauf. Ich nehme mich auf jeden Fall jetzt mal mit zu den Huskies. Also bis gleich bei den Huskies.
wieder zu Hause und ich wollte euch noch ganz kurz wegen der Husky-Tour berichten, die ich erlebt habe, weil ich habe unglaublich viele Nachrichten zu diesem Thema bekommen, dass es ja totale Tierquälerei wäre, diese Huskies da vorne anzuspannen und dass sie die armen Touristen alle ziehen müssen. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte am Anfang wirklich Bedenken und ich wäre nicht auf diesen Schlitten gestiegen, hätte ich irgendwie gemerkt, das sind Tieren, das nicht irgendwie Spaß macht. Ich war ja dieses Jahr auch auf Santorini, da gab es ja zum Beispiel diese Esel, die diese ewig lange Treppe die Touristen hochschleppen mussten bei 30, 35, fast 40 Grad, wo wir Menschen schon echt sehr zu schaffen hatten, diese Treppen hochzusteigen. Wir waren echt so kaputt danach. Und diese Esel sahen auch teilweise total abgemagert aus. Und man hat einfach gesehen, dass die hatten keinen Bock drauf. So. Und es tat mir so in dieser Seele weh. Und ich würde niemals auf so einen Esel steigen. Oder zum Beispiel, ich glaube in Ägypten gibt es das mit diesen Kamelen, wo man überall auf so ein Kamel steigen kann. Und das, manchmal gibt es sogar, ich glaube in der Stadt, steigst du einfach auf dieses Kamel. Und es steht nicht mal auf, nur für ein Foto. Einfach das liegt da und du kannst dich da so draufsetzen und machst ein Foto und dann steigst du da wieder ab. Würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht unterstützen. Oder zum Beispiel in manchen Ländern dieses Elefantenreiten, würde ich alles nicht machen. Niemals, weil ich einfach weiß, dass es den Tieren einfach nicht dabei gut geht. Mein Papa allerdings hat aber einen Husky-Schäferhund-Mix. Vom Charakter ist er mehr Husky. Er braucht unfassbar viel Auslauf. Mein Papa fährt so oft mit ihm stundenlang am Rad. Das klang komisch. Also er fährt Fahrrad und der Husky rennt hinterher. Und der ist danach immer noch voller Power. Also das reicht ihm überhaupt nicht. Und bei den Hunden jetzt, also bei den Huskies in Finnland, habe ich einfach gemerkt, die waren so nervös, die konnten einfach nicht abwarten, uns zu ziehen. Also ich saß in diesem Schlitten, da war unser Schlitten noch angekettet und die haben schon versucht, immer loszufahren. Also mein Schlitten hat immer so gerüttelt. Es war mir recht unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Die wollten einfach los. Die hatten richtig Bock drauf. Und die haben auch echt ganz, ganz viele Pausen gemacht, wo sie noch was getrunken haben. Die Besitzer von den Hunden sind auch immer hingekommen und die Hunde noch ab und zu mal gestreichelt, bevor es dann weiterging. Insgesamt waren wir 2 Stunden unterwegs und den Hunden hat es einfach gefallen. Also die haben die ganze Zeit mit dem Schwanz gewedelt und die waren, in meinen Augen, waren die super, super glücklich. Und wie gesagt, ich hätte es nicht gemacht. Ich habe selber 2 Hunde zu Hause. Ich wäre richtig dumm, mich in einen Schlitten zu setzen, wo Tiere gequält werden, beziehungsweise Hunde. Würde ich einfach nicht machen. Dafür bin ich einfach viel zu tierlieb. Also macht euch wirklich da keine Gedanken. Ich habe mich auch vorher abgesichert. Ich habe auch so ein bisschen darum geguckt, wie die Hunde gehalten werden. Nach meinen Erfahrungen her würde ich sagen, dass es den Hunden wirklich sehr, sehr gut ging. Und die haben sich wirklich sehr darüber gefreut, dass sie diese Tour machen durften. Und für mich war es einfach eine richtig, richtig geile Erfahrung. Ich hätte niemals gedacht, dass es so viel Spaß macht. Grundsätzlich vom Finnland-Urlaub würde ich sagen, ich würde nochmal hingehen, ja. Und ich will auch gar nicht so viel rummeckern. Ich weiß, dass ich vorhin sehr viel gemeckert habe. Aber ja, es ist halt einfach, ich bin ein unglaublicher Sonnenmensch. Und ich werde richtig depressiv, auch wenn in der Herbstzeit oder der Winterzeit. Ich bin halt einfach schlechter drauf als im Sommer. Und ich werde mir auf jeden Fall das nächste Mal Vitamin-D-Tabletten mitnehmen. Früher schlafen gehen, damit ich früher aufstehen kann und länger was vom Tag habe. Das ist eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe. So im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass meine Kinder sich auf jeden Fall freuen werden. Wir werden nämlich nochmal dahin fliegen. Wir haben ja keine Polarlichter gesehen. Größtenteils ist da eigentlich nur Wald. Ab und zu hast du mal so ein ganz, ganz kleines Dörfchen. Also ich weiß gar nicht, wo die ganzen Einwohner da leben. Zumindest in dem Teil, wo wir waren. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau und das weiß ich auch. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Versteht mich da bitte nicht falsch. Ich habe einfach... Ja, mir ging es halt einfach nicht gut dort in Finnland. Also ich war unfassbar depressiv, down und mir hat nichts mehr gefallen, mir hat nichts mehr zugesagt. Ich denke mal, es liegt wirklich daran, dass es da halt einfach größtenteils dunkel ist ab 14 Uhr. Fängt es ja an, so ein bisschen die Dämmerung einzuschlagen. Damit bin ich nicht ganz so klar gekommen. Aber ansonsten war alles super. Ich habe euch mal unten in der Infobox verlinkt, wo wir waren. Aber wenn ihr so eine Hütte nehmt, wie wir jetzt zum Schluss genommen hatten, dann habt ihr da so eine kleine Küche, auch mit Töpfen und Besteck und sowas drin. Und man fährt so 20 Minuten bis zum nächsten Dorf. Da gibt es auch einen ganz, ganz großen Supermarkt und man kann einfach da auch was holen und selber was kochen, falls einem das Essen nicht zusagt. So, meine Lieben, das war auf jeden Fall meine Finnland-Reise. Ich werde jetzt meine Wäsche waschen, Koffer packen, denn morgen geht es nämlich weiter nach Ibiza. Und bevor die ganzen Leute wieder rummeckern. Ich wäre jetzt eigentlich in Mexiko durchgängig, aber ich wollte meine erste, es war auch schon alles gebucht, meine erste Fernreise möchte ich aber jetzt gerne mit meinen Kindern zusammen machen, deswegen fliegen wir Weihnachten, Silvester nach Thailand. Hatte auch noch andere Gründe, warum wir jetzt doch nicht Mexiko gemacht haben, aber jedenfalls habe ich mir nochmal so 2 Tage Zeit genommen, um einfach für meine Kinder nochmal komplett da zu sein. Übermorgen fliege ich erst, fällt mir gerade ein, heute ist Sonntag. Ich fliege erst übermorgen, möchte meinen Koffer trotzdem schon mal packen, weil morgen habe ich einen kompletten Kindertag, da gehen wir in die Schwimmhalle, wir gucken Eiskönigin Teil 2 und
und wir gehen zusammen essen. Und vielleicht sogar noch ein bisschen Weihnachtsmarkt, wenn das noch zeitlich reinpasst, weil meine hat ja sehr lange Schule. Dann nehme ich euch noch auf Ibiza gerne mit. Da war ich nämlich auch noch nie. Auch das ist mein allererstes Mal. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut, denn ich werde das Video jetzt beenden. Ich habe euch ganz doll lieb und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Wünsche.